Neuer Tag, Neues aus dem Liebesdrama rund um Iris und Peter Klein. Das Noch-Ehepaar hat sich zum Abendessen getroffen und die Mutter von Daniela Katzenberger lässt ihre Fans auf Instagram kurzerhand daran teilhaben, was besprochen worden ist. Also er möchte auch alleine bleiben, er möchte keine Ehe mehr retten. Es war ein Fehler, dass wir überhaupt geredet haben, aber er möchte auf der Finger bleiben mit den Hunden. Ihm geht's gut, den Hunden geht's auch gut und ich bleibe in der Wohnung. Ich hoffe, es sind jetzt die Fragen endlich geklärt, die ihr die ganze Zeit wissen wolltet. Was sich nach dem Ende eines Statements anhört, geht kurze Zeit später weiter auf ihrem Social-Media-Kanal. Und ja, wir werden uns definitiv scheiden lassen. Es gibt keine Iris und Peter mehr. Er möchte seine Freiheit, er möchte seine Frauen und ihr wisst ja alle, er ist ja so verliebt in diese Yvonne. Und da will er jetzt nach Hamburg, er will jetzt Kneipensänger werden. Da hilft ihm diese Lotta, das war die Begleitperson von Tessa. Die hat ihm jetzt ein Floh ins Ohr gesetzt, dass er in den Kneipen singen kann dort. Das ist ihm jetzt wichtiger und das ist jetzt in Zukunft sein Leben. Ich habe es akzeptiert, ich habe gesagt, okay, wenn es das ist, was dich glücklich macht, dann soll er das machen. Tipps hätte Peter übrigens auch für Iris beim Abendessen parat gehabt. Sie soll sich doch auch einen anderen Mann suchen. Am nächsten Tag möchte sie ihre Sachen von ihm abholen. Überraschend ist allerdings, dass Iris vorhatte, Peter zu verzeihen. Das klang bis zuletzt auch anders. Ich habe eigentlich die ganze Zeit noch irgendwie einen Funken Hoffnung gehabt, dass wir das wieder hinkriegen. Aber die Liebe zu einer anderen Frau ist leider stärker. Hat die nicht jetzt was mit der Patricia Blanco, ihrem Mann? Ich weiß gar nicht. Blickt doch nicht mehr durch. Aber egal, ich wünsche ihm auch viel Glück in den Kneipen von Hamburg. Läuft bei dem. Zwischendrin wird Iris wieder nachdenklich und sagt, dass sie es sich auch anders gewünscht hätte. Und was mit dem Dschungelcamp begann, soll dort jedenfalls für Peter wohl auch weitergehen. Ja, ja, er will ja unbedingt nächstes Jahr ins Dschungelcamp. Das seht ihr ihn ja dann wahrscheinlich auch mit dieser Yvonne im Camp. Ziel erreicht, würde ich sagen, ne? So, jetzt bin ich wieder in meiner Wohnung. Wer einmal fremd geht, geht immer fremd, ja? Das wird er immer wieder tun. Deswegen, nee. Beneide ich nicht die Frau, die er als nächstes nimmt. Aber er kann sich ja eh nicht entscheiden gerade. Naja, er hat sich's rausgesucht. Dann ist es halt so. Ich werde auch wieder irgendwann glücklich, aber ich will ihn nicht. Er soll glücklich werden und ich werde es auch. Und ich behalte mein Geld für mich. Sehr Vorteil. Endlich! Doch Iris geht noch einen Schritt weiter. Die Gründe für das Eheaus glaubt Iris Klein auch zu kennen. Und auf jeden Fall ist es halt Midlife Crisis. Und dann sagt er, ja, das kann sein. Er will jetzt hier so Junggeselle-Partys machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da suche ich mir doch lieber kleinen 70-Jährige. Der hat es schon hinter sich, oder? Für Peter ist übrigens die Ehe schon länger am Ende, wie Iris verrät. Und jetzt sagt er dann gerade eben, nö, er wollte schon seit einem Jahr nicht mehr. Ne? Also seit er dann in Afrika war, hat er gemerkt, dass er lieber Single sein will und lieber mit anderen Frauen ein bisschen was am Laufen hat. Und ja, dann soll aber doch ein Mann ehrlich sein, soll sich von seiner Frau trennen, soll sagen, was ihm stört und dann nicht noch alles finanzieren und ausnutzen. Und die Urlaube und alles, wir waren ja in London, Ibiza, wir waren auf der AIDA, also ja, also hat es nochmal richtig krachen lassen durch mich. Und jetzt, ja. Aber das macht es mir jetzt auch leichter, denn jetzt fange ich an, ihn zu hassen für das, was er mir angetan hat. Trauer ist vorbei, die ist gewandelt in Hass. Und wenn er noch was sagt, packe ich noch mehr aus.